Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Genau. Hallo. Wir beginnen heute mit dem Eisenkönig DLC, also dem Crown of the Old Iron King, um genau zu sein. Moment. Ihr habt vielleicht gesehen, oder wenn nicht, schaut es euch an, das Special, in dem ich den uralten Drachen getötet habe. Solche Specials sind sehr gut, wenn wir oft nicht Zeit zum Aufnehmen haben, als kleine Lückenfüller. Und 120.000 Seelen habe ich von dem Typen bekommen. Nicht freiwillig, aber doch. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, was wir aufleveln sollen. Ich denke mal, am geschicktesten wäre ein bisschen Leben. Bisschen Leben und eventuell auch Belastbarkeit. Dann können wir vielleicht schneller rollen. Wobei, wir brauchen nicht schneller rollen. Bringt uns irgendwas wirklich was? Bringt uns irgendwas Zaubergeschwindigkeit? Das bringt uns alles nicht wirklich was. Moment, ein weiterer Punkt Intelligenz bringen uns vielleicht was. Hä? Oder? Oder gehen wir... Na, wir gehen jetzt erstmal auf ein bisschen Leben. Brauchen wir auf jeden Fall während dieses DLCs. Und übrigens, ich weiß, wir haben noch nicht alles besucht vom Crown of the Sunken King, also das, was wir in den letzten Parts gemacht haben, haben wir nicht alles besucht, aber ich hoffe mal, ihr könnt uns das verzeihen. Hoffentlich, oder? Du hast noch gar nichts gesagt. Ausnahmsweise. Ja, habe ich noch irgendwas? Schon wieder. Ja, er lädt. Ja. Was ich übrigens noch sagen wollte ist, wir gehen jetzt gleich, ich zeige euch, wo das DLC anfängt. Und zweitens, wir werden wahrscheinlich, wenn Bloodborne dann rauskommt, die Bosse, den gelungenen Versuch, immer als extra Video noch reinstellen. Falls sich jemand nur Bosse anschauen möchte, hat er dann die Wahl, das einfacher zu tun. Mittlerweile machen wir auch so. Ich wollte ihn jetzt eigentlich parieren. Aber ich habe ihn irgendwie verletzt. Motherfucker. So. Fängt schon gut an. Wir sind noch nicht einmal im DLC drinnen und kriegen schon auf die Schnauze. Ja. Auf jeden Fall hier in diesem enorm roten, damit meine ich jetzt nicht kommunistischen Schloss, gibt es nämlich den Eingang. Ich habe den schon mit einem meiner Charaktere gesehen, nämlich. Ja, wir waren auch schon da. Ja, aber damals war das DLC noch nicht draußen. Nein. Und seitdem gibt es nämlich hier da hinten noch einen extra Raum. Hier dieses uralte Leuchtfeuer. Und jetzt gibt es hier auch so ein Teil. Okay. Okay, das weiß ich nicht, was das ist. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Im Turm des alten Eisenkönigs wohnt das Kind der Finsternis. Lies! Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Man hat dich nicht im Mindesten gehört, du hast nicht einmal einen Ausschlag. Ja, warum? Weil du so leise redest, wie immer. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt durch dieses Portal, was diese Schlangen. Der lädt schon wieder. Ja, was diese Schlangenbrunnen ja sind. Er lädt noch immer. Ja, ich weiß. Er lädt. Das ist jetzt aber egal. Puh, er lädt noch immer. Schau her. Boah, okay. Ja, boom. Okay. Da ich nicht weiß, ob wir direkt auf die Fresse kriegen. Okay. Statuen. Die haben wir das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Oh, ist das für, wenn man Zeichen setzt, Summoning Science.
Auf der Seite ist dasselbe. Jo. Wobei vielleicht eine unsichtbare Wand. Freude. Oder stand Freunde? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist für Multiplayer. So. Und ich glaube, hinter dieser Tür geht das DLC los. Okay. Oh, es beginnt direkt mit einem Aufzug. Hoch oder ja? Und gleich durch eine Nebelwand. Hurra! Moment, steht hier Boss? In Bewegung bleiben und dann der wahre Kampf beginnt. Heißt das, das ist ein Boss? Simmer. Wenn du durchschreitest. Ja. Nein, es ist kein Boss. What the fuck? Kann man da überall hin? Schaut mir fast so aus. Heiliger. Bimmel Bammel. Ja. Okay. Das ist ein kompletter Kontrast zu dem, was im Versunkenen König DLC ist. Ihr lebt, oder? Oder lebt ihr nicht? Eieiei, ein Gargoyle. Nee, das ist, glaube ich, ein Item. Ja. Schmelzerkeil. 6 Stück. Was sind Schmelzerkeile? Was schaut aus wie ein Schmelzerkeil? Das letzte. Zerstört den Aschegötzen. Was ist überhaupt ein Aschegötzen? War das, wo wir das gerade rausgenommen haben, ein Aschegötze? Ja, also sollten wir nochmal sowas sehen, werde ich probieren, damit zu interagieren. Jetzt wird's lustig. Dann muss ich da überhaupt... Moment. Ich glaube, das, was der gerade getan hat, sollte ich nicht machen. Siehst du? Hui! Ja, konzentrier dich einfach aufs Gehen. Jetzt kommt irgendwas und stößt mich runter, oder? Na, warum? Das ist ein bisschen... Oh Gott. Mulemig schaut das aus. Oh. Okay. Nee, ein Leuchtfeuer. Gut, fängt gut an. Nebelturm. Und das Leuchtfeuer ist das Throngeschoss. Oh, sind wir hier ganz oben, oder was? Schaut so aus. Okay, deshalb Throngeschoss. Ich glaube, das oh! Da brauchst du jetzt diese... Keile, diese Feuerkeile, glaube ich. Okay. Schmelzerkeil? Tut er nämlich nichts, er tut da nichts. Bleibt er. Was tut Blim? Der kann da nichts tun, solange sie Schmelzerkeile benutzt. Er ist verschwunden. Oder es. Vorsicht vor Stille. Was? Seele der Aschebraut Nadal. Nadalia. Wir haben eine Bossseele dafür bekommen? Na, das ist klar keine Bossseele. Moment, schau mal. Nein, es ist keine Bossseele. Oder? Oh ja, da eins, oder? Ach doch, da hinten. Kleines Seelenfragment. War das ein Miniboss? Sehr ungewöhnlich. Vorsichtig. Nein. Hinter dem Teil ist sicher irgendwas. Okay, da können wir vielleicht reinspringen. Na. Da runter doch, oder? Na, da geht's rauf, oder? Echt hier, meinst du? Da siehst du es. Ach, da, okay. Gut. Aber da hinten habe ich noch was gesehen, glaube ich. Siehst du, da geht's auch rein, nämlich. Und sofern mich das nicht täuscht, geht's hier auch noch runter, oder? Nee, das wird das sein, was da geht. Frage ist, gehen wir hinter dem Thron runter oder gehen wir hier runter? Geh mal hier runter. Okay. Schauen wir mal. Kostet ja nichts. Sollten wir auf der anderen Seite irgendwas Wichtiges verpassen oder so? Sagt uns bitte Bescheid.
Oh nee. 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 Alter Pflanzenball, ja, da warst du besser auf die Kiste gesprungen, oder? Das hätte da nicht so viel gemacht. Dahinter meinst du, dass was ist? Nee, da geht's nicht runter. Das ist aber vielleicht ein Shortcut und da klar, unten ist, glaube ich, die Welt nicht gerendert. So. Oh, da ist was. Falls hier wieder so ein komisches. Die Keile braucht. Moment, nein, das ist ein Nee, das ist ein echter Gegner. Was? Ich hab dich getroffen. Ja, hast du mich aber getötet nicht. Ja, aber ich. Einer hat nicht gereicht zum Töten. Ja. Was zur Hölle? Egal. Da sind wir herkommen übrigens. Dämmerungskraut. Hä? Okay, wir können über die drüber gehen. Große Seele eines stolzen Ritters. Wunderbar. So. Man kann sich steckern. Wart. Hast du den hast du jetzt nicht gesehen, gell? Dass der aufgestanden, aber der hat auch gewaltig Bums. Ja, der hat ordentlich Bums. Wenn du den nicht auf zwei, dreimal schaffen kannst, bist das. Ich habe ihn noch eh auf zweimal. Ja. Die Sache ist, man muss nah hingehen. Kohleartiges Harz. Oh, Feuer. Feuerverbesserung. Schön. Okay. Rötliches Wasser. Das füllt Magie und Leben komplett auf, glaube ich. Auf einmal. Ohne Leiter. Praktisch. Oh nee, das erinnert mich so an Anno Londos Teil 1, also Dark Souls 1. Schwarzkrautbalsam. Oh, da unten geht was. Oh. Du hast der Leiter kommt. Ja, ich weiß, springt. Aber. Ja, die Leiter ist halt doof. Oh, Sense plus 7. Prismastein, wir werden jetzt stark mit verschiedenen Items zugebombt. Moment, Mimik, Truhe, verarscht uns? Nein, du verarscht uns nicht. Ist echt eine Truhe. Und, eine Titanitscholle, das ist interessant, das ist gut, das ist für die höchste Upgrade in der Waffen. Oh fuck. Das dürfte ja sein, der zweite, da brauchst du wieder die Ding dazu. Nein, nein. Den hast du zuerst gekillt. Nein, da ist noch einer. Idee! Nein, hoch! Geh hoch! Geh hoch, die folgen uns vielleicht und dann können wir sie hier oben platt machen. Das glaube ich nicht. Meinst du, sie folgen uns nicht? Vielleicht können wir sie da durch beschießen. Achso, nee, die sind ja nicht da hinten. Moment, es gab ja vorher Plattformen. Vielleicht können wir sie von hier aus beschießen. Nee. Aber hier ist noch ein anderer Weg. Vielleicht führt er zum selben Ort. What the fuck bist du? Du hast viel Leben, bist du ein Miniboss? Okay. Okay. Du machst nur so einen komischen Angriff und bist tot. Nein, du bist nicht tot! Ja. Ich weiß nicht, auf so Situation. Moment, nein, er war tot, er hat nur Essen. Nein, der hat nur ein ganz okay. Kleines gelbes gehabt. Okay. Oh. Immer zur Sicherheit draufschlagen. Das ist nie verkehrt. Asketenleuchtfeuer und zwei Menschenbilder. Das ist gar nicht schlecht. So, da unten sind die. Moment. Shit, man kann da nicht durchschießen das durch die ist Reling. Aber blöd. Moment, aber. Da. Ja,
machen denen gar keinen Schaden. Moment, wir könnten plungen. Der zweite ist aber auch klettern hin, gell? Okay, und weg. Und weg. Und das Ganze noch einmal. Sicherheit geht vor. So. Deine feige Nuss. Was heißt feige Nuss? Ich kenne das nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie viel verheerende Attacken die drauf haben. So. Kommt er wieder? Ne. Gut, Nein! Jetzt hast du wieder auf den Stahl. Und jetzt kannst du ihn mit der Tüte. Ja, mach ich. Schmelzkeiler! So, ich vernichte dich! Mit der Macht von Grayskull! Okay. Noch eine Seele! Moment, vielleicht müssen wir die am Ende zusammen... Siehst du das nicht? Vielleicht müssen wir die am Ende zusammenfügen, diese Seelen, die wir dadurch bekommen. Weil wir wir haben ja 6 dieser Keile benutzt. Und da man die wahrscheinlich nur dafür benutzen kann... So, ich habe keine Zeit, dich zu backstellen. Der ist nicht hier? Doch, der ist hin. Ja, der verlässt dich immer drauf. Nein, ich habe ihn noch einmal... Er hat beim ersten Mal schon fast alles verloren. Moment, da gehe ich nicht drüber. Nein. Hä? Du musst den Hebel betätigen. Ja, aber vielleicht geht's hier noch irgendwo hin. Schaut nicht so aus. Da unten, Moment. Da unten ist ein Tor. Ja, und da unten ist auch ein Aufzug, wie es ausschaut, aber der geht wahrscheinlich runter. Du musst da durch. Wo ist der? Was suchst du denn? Ach so, der... Ach so. Gut, Nein, ist eh schon klar. Hebel. Aufpassen, gleich auf. Ich muss einmal was schlucken, bevor ich da reingehe. Oh, den Turm haben wir gesehen, der brennt. Da geht's weiter. Ja, da auch. Da oder da? Da hast du Stufen. Ja, da. Oh Gott! Ja, Alter. Erschrecke ich dich? Da magst du mich nerven, krank. Kommen wir hier unten raus, oder? Oh, das sind Bomben. Da darf ich mir wetten. Nein, das sind Teile, die Fässer halten. Ja, und da sind Bomben drin, da darf ich mich wetten. Vielleicht darf man sie nur nicht mit Feuer töten. Oder man darf sie überhaupt nicht töten. Habe ich dir gesagt, dass das Bomben sind? Mit einem Seelenspeer, hallo? Ach, stimmt. Distanz, für was hast du das Teil? Stimmt. Ein großer. Nein, jetzt gehst mir der eine genau rein. Ah, das ist genau geschissen. Der eine ist genau in sein Feuer reingerannt. Oh, auch sein. Was habe ich jetzt bekommen? Hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Fuck. Ich hoffe, nichts Wichtiges. Wir könnten da runter. Ja, weiß ich nicht, ob es das hier ausgeht. Ja. Was ausgeht oder auszahlt? Ausgeht. Ach so. Aber es sollte sich ausgehen, das Feuer geht nicht, da muss nur schnell sein. So kurze Leiter sind. Moment, vielleicht Leuchtfeuer hier unter geheimer Wand? Na, wahrscheinlich nicht. Ja, du stehst in deinem eigenen Feuer, du Penner. Goldfruchtbalsam. Moment, was ist das? Goldfrucht. Balsam aber. Moment, vielleicht eins von denen. Ja, Willen. Willen stärken. Okay. Oh oh. Oh nein. Wolltest du nicht Richtung Feuer gehen? Ja, genau wie... Genau der eine hat es euch eh vorgemacht. Moment, haben wir jetzt echt durch die Kette blockiert bekommen. Mhm. Was für eine Scheiße. Ah, fuck. Ich wollte auf den Kleinen wechseln. Nein, nicht auf den, auf den Kleinen. Der geht da immer näher. Ja, und? Den Weg, naja. So viel Angst habe ich vor dem bisschen Explosionsschaden jetzt auch nicht. Komm hierher, hier ist warm. Schön warm. So. Dahinter was?
Nein. Schwarze Feuerbombe. Da vorher war noch ein Weg, ein kleiner. Ich gehe nochmal schnell zurück und schaue, dass ich den abgehe. Wobei, die Folge ist quasi zu Ende. Deshalb schaue ich, dass ich möglichst noch schnell hingehe. Du musst gleich rechts weg haben, gell? Genau so. Exakt so. Gut, das scheint nämlich eine Sackgasse zu sein. Außerdem, glaube ich, komme ich hier wieder hoch, ja. Oh, Gegenstand, danke. Alter irdischer Stein, das ist so ein Verstärkungsstein. Pass auf, dass du nicht runterfliegst. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Was tust du jetzt? Also, ich hab glaubt, ich sehe, wann der tot ist. Zumindest manchmal. Jetzt ist er tot. Also ich habe ihn nämlich vorher 600 gemacht und da war er schon fast tot. Geheimpfad. Moment, nicht Geheimpfad da im ist Sinne eine Tür. Von... Da ist eine Tür. Ah. Das Entschuldige, ja. Das war vielleicht wahrscheinlich so BAM! Du hast das gar nicht gesehen, gell? Nein, ich dachte eher Geheimpfad im Sinne... Oh. Vorsichtig. Ich dachte Geheimpfad im Sinne, erinnerst du dich, in Teil 1 gab es so unsichtbare Brücken. Ja, ja. Ich dachte sowas. Alte schimmernde Lebensstellen, verwelktes Dämmerungskraut. Wir haben bis jetzt noch in keinem der... Also in dem DLC, das wir schon gespielt haben, keine Mimik entdeckt. Zwei Seelengefäße, das ist nice. Seelengefäße machen ja diese komischen... Wie heißt es nochmal? Moment, hier ist vielleicht ein Leuchtfeuer. Die verbessern ja... Nicht verbessern, die lassen dich ja genau die... deine Stats umschwenken. Also du kannst dadurch schnell von einem Nahkämpfer zu einem Zauberer werden, wenn du möchtest. Vielleicht bedeutet das, dass man vielleicht für einen der Bosse Zauber braucht oder so. Möglich, ja. Ah, also vielleicht. Moment. Bin einfach gut. So. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich hoffe, jetzt zählt uns nichts um die Ecke. Ich nehme Lebenstein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 2. Ciao.